Manfred hat schon gefragt, ob wir alle hier sind. Falls jemand nicht hier ist, Hand hoch. Für mich geht es hauptsächlich darum, dass wir irgendwie einen Konsensus schaffen hier. Und zwar würde ich sagen, dass er darin besteht, dass wir alle auf einem Nenner sind. Und das passiert am besten dadurch, dass wir uns aufs Herz konzentrieren. Nicht? Und meine Einstellung ist die, dass wir alles, was wir hören, sehen oder sprechen, mit dem Herzen machen. Und dann kommen wir alle auf einen Nenner. Und darum geht es. Und ich fange immer am Morgen früh an, meinen Tag an mit Dankbarkeit. Und das gibt die richtige Einstellung für den ganzen Tag, dass man dann auf diesen Nenner der Dankbarkeit kommt und sich daran erinnern, woran man sich überhaupt an allem freuen kann. Nicht? Und das Herz öffnet sich dann und dann wird der Tag zu einem freudigen Erlebnis. Und so ist von Anfang an meine ganze Einstellung auf die Meditation, darauf ist es aufgebaut. Deshalb würde ich sagen, Nepomuk macht ein Video, ich mache auch ein kleines Video. Anstatt viele Notizen zu machen, die durch den Kopf gehen, würde ich sagen, der Video macht die Notizen und jeder kann sich dann nachher, WhatsApp, nicht? Ja, eine Gruppe, und dann kann jeder sich das Video runterladen und sich anschauen und so weiter. Brauchen wir uns nicht darum zu kümmern, irgendwie Aufzeichnungen zu machen. Also alle Aufzeichnungen mit dem Herz machen, nicht mit dem Verstand. Und ich würde sagen, die ganze Kommunikation zwischen uns und zwischen uns allen sollte immer irgendwie vom Herzen stattfinden. Also, dass man mit dem Herzen spricht, mit dem Herzen hört, mit dem Herzen sieht. Nicht? Und dadurch kommen wir alle auf eine Ebene. Und die Ebene, die ich besonders ansprechen möchte, ist die Ebene des Hier und Jetzt. Nicht? Es gibt nichts anderes. Alles andere, was wir von der Wirklichkeit versuchen zu verstehen, geht über den Verstand und die Interpretation. Aber wenn wir uns auf den Moment konzentrieren, sind wir alle auf einem Nenner und wir sind dann in der Wirklichkeit. Und darum geht es ja. Ich habe schon gesagt, hier, dies ist noch so eine Einführung. Eine Bekannte von mir, die hatte eine Erleuchtungserfahrung und die hat mir das so mitgeteilt. Nicht? Und so sieht das auch aus. Die Gedanken hören aus, die verflüchtigen sich. Vielleicht werden die mal wie so ein kleiner Dampfer am Horizont lang trödeln. Aber das Enderlebnis der Selbstverwirklichung ist, dass man im Hier und Jetzt lebt, keinen Unterschied macht zwischen sich und den Menschen, den Mitmenschen. Und dass man in einer Form der Stille sich dauernd bewegt, weil die Gedanken irgendwie zur Ruhe gekommen sind. Und für mich war das von Anfang an so, ich hatte mich hauptsächlich auf Meditation konzentriert. Und das fing schon mit 4 Jahren an. Und zwar, als ich 4 Jahre alt war, wurde mir auf einmal bewusst, dachte ich, wer ist denn dieser Typ hier, dieser kleine Zwerg? Und ich habe dann gefragt, Mutti, wer bin ich? Und ich habe dann dauernd gemerkt, dass hinter der Frage immer noch jemand war, der die Frage wiedergestellt hat. Und so ging das weiter, bis ich ganz verzweifelt fragte, Mutti, wer bin ich? Sagt sie, ja, du bist der Jürgen. Nicht? Aber ja, wer ist denn hinter dem Jürgen? Wer steckt denn dahinter? Sagt sie, das ist doch Jürgen, du bist Jürgen. Na, von dem Moment an war ich damit überhaupt nicht zufrieden mit dieser Antwort. Und dann ist das Leben so passiert, dass
Naja, man geht durch diese ganze Kindheit. Ich habe meinen Vater verloren mit 9 Jahren und da fing die große Frage an, wo ist mein Papa? Nicht? Ich wusste, dass sie irgendwie in den Boden gegangen ist und so weiter. Und da war der erste Auslöser. Mein Vater war gestorben, nach einer unheimlich schweren Krankheit. Und ich war auf einem Kinderferienplatz und ich kam gerade vom Feriendorf zurück und ich habe meinen Vater überhaupt nicht erkannt, weil der so total anders aussah. Und der ist dann in der Nacht gestorben und natürlich war dann unheimliche Verzweiflung da. Und ich habe dann aber gleich, mein Vater hat mir gleich gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe ihn unheimlich gespürt, Jürgen, sagt der Mutti und sagt dein Bruder, ich bin nicht tot. Nicht? Und in der folgenden Nacht habe ich dann ihn im Traum gesehen und hat mir gesagt, nicht nur bin ich nicht tot, sondern ich bin sogar total gesund. Und dieser Gedanke hat mich nie wieder verlassen. Nun muss ich eins klar machen. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Es gibt nur Leben. Wir sehen das nur so an, von unserer Sicht aus, wenn jemand stirbt, die sind weg. Aber in Wirklichkeit ist das eine Illusion. Das Einzige, was Wirklichkeit hat, ist das Leben. Und das Leben ist dauernd. Das geht dauernd weiter. Wenn wir jetzt so als kleine Sandkorn, das muss man sich erstmal vorstellen, wir sind zu irgendeinem Zeitpunkt sind wir nicht größer als ein kleiner Sandkorn. Und sich dann mal vorstellen, was aus dem kleinen Sandkorn wird. Jeder von uns ist ein Individuum. Das ist schon ein Wunder in sich selbst. Da muss man sich schon fragen, wo kommt denn das alles her? Wo sind denn diese ganzen Sachen gespeichert und so weiter? Nicht? Wie kommen die überhaupt dazu, dass ich jetzt so mich in einen menschendenkenden Menschen entwickeln. Und dann geht dieser Prozess irgendwann mal zu Ende und dann ist natürlich großes Unglück da. Nicht? Leute haben, wir sind so auf in unseren Sinn gefangen, dass wir nichts anderes als Wahrheit annehmen können. Wir glauben nur an das, was unsere Sinneswahrnehmung uns vorgaukelt. Und wenn diese Sinneswahrnehmung, wenn jemand aus unserer Sinneswahrnehmung verschwindet, dann sind die einfach weg, haben die sich aufgelöst. Und unser ganzes Weltbild ist darauf aufgebaut, dass nur das Wirklichkeit hat, was wir sehen, hören und anfassen können. Und das ist das größte Unglück im Leben für viele Leute. Die großen Tragödien spielen sich alle auf dieser Bühne der Sinneswahrnehmung statt. Und das ist das größte Unglück der Menschheit. Nicht? Okay, nun, wir haben ziemlich viel Zeit hier. 3 Tage ist eine ziemlich lange Zeit. Ich habe einige ich bin von Berufs her Künstler, also Werbeillustrator. Nicht? Damit habe ich mein Leben verdient. Und deshalb, ich mache viele Sachen mit Videos und so weiter. Ich habe einige meiner Ideen vertont und verbildlicht. Und die werde ich zwischendurch immer mal wieder einblenden. Ich möchte eigentlich damit anfangen, dass ich von der Meditation ausgehe, weil die Meditation war für mich von Anfang an der Hauptgrund meines Lebens. Also ich wollte herausfinden, wer dieser kleine Zwerg ist hier, der hier rumläuft. Nicht? Und deshalb dachte ich, das ist das Einzige, was man machen kann, muss man in sich gehen und in sich hineinschauen, um herauszufinden, was denn dahinter steckt, hinter diesem Ich. Ich bin, nicht? Ich bin wichtig. Alles dreht sich um mich herum. Nicht? Und das ist das Naturgesetz des Lebens. Jeder
Mensch, jedes Lebewesen, jeder Stern, jede Bakterie stehen im Mittelpunkt des Universums. Und alles dreht sich um jedes Atom. Das Weltbild bildet sich um jedes Atom herum auf. Deshalb haben wir eine Individualität, weil für uns, wir stehen in den Mittelpunkt und um uns herum findet das ganze Universum statt. Sogar bei den Ameisen, die Ameisen, die sich so einen Tannennadel schnappen und dann damit loslaufen, die sind die einzigen Ameisen, die folgen dann nur den anderen Ameisen nach, nicht? Wissen überhaupt nicht, wo sie die Tannennadeln ablagern sollen, die gehen dann einfach weiter, genauso wie wir das tun, nicht? Wir gehen unserem Beruf nach, wir denken nicht mal viel darüber nach, wir tun nur das, was wir gewohnt sind und so weiter. Und wir fügen uns in diesen Live-Stream, diesen Live-Fluss hinein und werden zur Routine. Nicht? Das Leben wird automatisch. Ja, wir denken nicht viel darüber nach. Nur wenn irgendwie was passiert, das unsere Existenz ein bisschen bedroht, dann wird es für uns, dann werden wir darauf mehr aufmerksamer. Und dann geht es eigentlich nur darum, das Ich wieder total ins alte Leben hineinzubringen. Anstatt diese, sagen wir mal, dieses Unglück oder was immer, oder diese Umstellung dazu benutzen, uns neu einzustellen und die Frage zu stellen, ja, wer bin ich denn? Nicht? Ja, und für mich kam diese Frage ziemlich früh auf. Ich war bei der Bundeswehr zwischen 1967 und 69. Inzwischen sind die Russen in der Tschechoslowakei einmarschiert und wir wurden dann mobilisiert. Unsere Fahrzeuge waren nicht, ich war Lastwagenfahrer im Hördienst. Wir waren ziemlich nah an der Zonengrenze. Und dann saßen wir in diesen Lastwagen. Und damals wusste niemand, dass was überhaupt los war. Die Russen haben den NATO-Ländern nicht mal erzählt, was los war. Normalerweise, wenn eine Übung ist, dann werden die NATO-Länder informiert. Und dann ein Freund von mir, der im Hördienst war, der hat gesagt, ja, Jürgen, Dritter Weltkrieg, nicht? Panzer fahren auf in der Ostzone nach Tschechoslowakei und so weiter. Und kurz darauf war Alarm gegeben, wir wurden ausgekittet, in den Lastwagen gesetzt, Motor gelaufen und auf die MiG gewartet, die dann Bomben auf uns abschmeißen. Und da ist mir zum ersten Mal klar geworden, ja, was ist denn überhaupt, was macht das überhaupt für einen Sinn, wenn ich jetzt hier bin, nicht? Und auf einmal kommt eine Bombe und ich bin wieder weg. Was hat das überhaupt für einen Sinn? Und das geht vielen Leuten heutzutage so, wie man ja weiß, in der Ukraine, in Israel und in Palästinien. Da sind die Leute total am Ende ihrer Existenz und in einer unheimlichen Existenzkrise. Und auf der ganzen Welt spielt sich diese Existenzkrise jetzt ab, in einer Weise, die einfach totaler Wahnsinn ist. Nicht? Das gibt überhaupt keinen Sinn. Es gibt keinen Gewinner. Nicht? Es gibt nur Verlierer. Und das ist jetzt diese Zeit. Für mich ist eine Zeit des Erwachens, wo die Leute jetzt sagen, wie kommt denn dieser ganze Unsinn überhaupt zustande? Wieso sind wir überhaupt in so einer Situation? Das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Das ist doch nur Wahnsinn, nicht? Naja, Gott sei Dank haben sich viele Leute wie ihr gefunden und ihr seid nicht die Einzigen, sondern ihr seid ein kleiner Teil von Millionen von Leuten, die aufgewacht sind, die erwacht sind und sich jetzt fragen, ja,
die große Frage ist, was ist denn überhaupt die Realität? Was ist denn wirklich, nicht? Müssen wir diesen ganzen Wahnsinn, können wir diesen Wahnsinn beenden? Und wir können das tun, nicht? Und wir sind jetzt auf dem Wege, diesen ganzen Wahnsinn zu beenden, aber das passiert nicht auf der physischen Ebene, dass wir uns jetzt ein Gewehr schnappen, sondern auf der Ebene des Bewusstseins. Und das Bewusstsein hat verschiedene Stufen. Und das werde ich dann noch erklären. Je höher das Bewusstsein oder je feiner das Bewusstsein ist, desto mehr Einfluss hat es. Nicht? Wenn jetzt zum Beispiel jemand mit einem Gewehr rumläuft und jemanden erschießt oder so, sein spiritueller Einfluss ist ungefähr so auf der Stufe 1. Wenn aber Leute aufwachen und sich ihrem Einheitsbewusstsein nähern oder ihr Heimbewusstsein nähern, dann sind die auf der Stufe 1000. Nicht? Und so muss man das sehen, dass jeder von uns, obwohl wir glauben, dass wir wenig Einfluss haben können, durch unsere Annäherung an das Einheitsbewusstsein, darüber spreche ich noch, darum geht es ja, nicht, dass wir alle von einem Urbewusstsein oder Einheitsbewusstsein zusammengehalten werden. Und diese Wahrnehmung, diese Erkenntnis, dieses Einheitsbewusstsein führt dazu, dass wir uns befreien von dieser großen Illusion. Und dann fängt erst das Leben für uns richtig an, als wirkliche Menschen. Nicht? Und viele Leute denken, ja, wenn ich jetzt, sagen wir mal, man benutzt das Wort Erleuchtung oder so, nicht? Wenn ich jetzt erleuchtet bin, dann hört alles auf. Das ist auch eine große Illusion, dann fängt das Leben erst richtig an. Wir sind bis zu der Stufe, sind wir eigentlich noch ein bisschen ans Tierreich gebunden, würde ich sagen. Nicht? Wir haben nicht die Erkenntnis, unser wirkliches Selbst loszulassen oder einspielen zu lassen. Und manche Leute denken, ja, wenn wir jetzt da sind, in diesem Einheitsbewusstsein, was passiert denn mit uns? Lösen wir uns dann auf? Gehen wir in die Suppe des Bewusstseins zurück? Nicht? Aber ist genau das Gegenteil. Ist genau das Gegenteil. Dann wachen wir auf zu unserer Individualität, zu unserem wirklichen Selbst. Und unsere Individualität hat sich über vielleicht Millionen Jahre langsam entwickelt, sodass jeder Mensch ein totales Individuum ist. Und das ist die unheimliche Schönheit der Evolution und des Bewusstseins, dass jeder Mensch ein unique ist. Nicht? Jeder Mensch ist ein Individuum. Nicht? Oder wie war das noch in Monty Python, Life of Brian? We are all individuals. Und dann einer sagt, ich nicht. Nicht? Also, übrigens sehr guter Film, also den habe ich schon ein paar Mal angeguckt, Life of Brian, wenn jemand was über das Leben, den Sinn des Lebens war, nicht? Life of Brian, guter Film. Also, okay, ja, jetzt bin ich schon fast am Ende. Okay. So, ja, also wie gesagt, es ging bei mir darum, dass ich meditierte. Und obwohl meine Bücher alle mehr über meine außerkörperlichen Erfahrungen sind. Aber für mich war das nur eine Nebenerscheinung, nicht? Die sich eingestellt hat, dadurch, dass ich eine Durchbruchserfahrung gemacht habe. Und das fand statt 1972. Ich hatte da schon 3 Jahre lang meditiert. Ich war in verschiedenen Gruppen drin, Meditationsgruppen, bin nach Indien gefahren, habe Bücher gelesen über
die Bhagavad Gita, besonders chinesische Tao Te King, das war für mich besonders interessant. Wie ich später herausgefunden habe, war deshalb für mich interessant, weil mein Lehrer, der dann eines Tages in meinem außerkörperlichen Zustand in mein Leben eingetreten ist, der war Chinese. Der war Chinese und ich habe ihn sofort wiedererkannt, als das passiert ist. Und ich hatte diese Verbindung zu der östlichen Philosophie, besonders das Tao Te Ching, und da gibt es auch in Deutschen übersetzt, ich weiß nicht, wer der Übersetzer ist, es gibt sehr gute Bücher in Deutschland aus dem Chinesischen übersetzt, Lie Zi, das Buch vom quellenden Urgrund, das sind so kleine Geschichten, nicht? Die sind sehr, sehr inspirierend. Die Chinesen haben eine ganz andere Einstellung zum Leben sowieso. Sie, wenn die Geschichten erzählen, dann fangen die mit der Ehe vielleicht an, wo bei uns die Geschichten mit der Hochzeit aufhören. Oder manchmal, dann geht es auch über den Tod noch weiter hinaus. Wenn jetzt der Held stirbt, das heißt nicht, dass das Buch jetzt zu Ende ist, nicht? Sondern dann verwandeln die sich in einen Fuchs nach dem Tod oder irgend solche Sachen. Und das gibt eine ganz andere Einstellung von der Realität. Und das hat mich immer fasziniert, nicht? Ist denn das wirklich so, wie wir das denken? Ja, und dann kam diese große Sache, die mir da passiert ist eines Tages. Ich hatte heute Morgen beim Frühstück, hatte ich Tilsiter Käse entdeckt in der Küche. Und mit dem Tilsiter Käse hat das was ganz Besonderes auf sich. Ich hatte vor meiner Wohnung, war jeden Mittwoch ein Markt in Hamburg, wohnte ich damals. Und da bin ich immer rausgegangen, Mittwoch, habe mir frisches Roggenbrot gekauft, Tilsiter Käse, habe mir dann eine starke Tasse Kaffee gemacht und das richtig so genossen. Nicht? Das war Highlife of meine Woche, nicht? Und ich hatte mir dann so eine dicke Stulle vom Brot abgeschnitten in den Kanten, eine riesige Scheibe Tilsiter Käse draufgelegt, einen dicken Topf starken Kaffee und dann habe ich mich hingesetzt und geschmaust. Also wie ein Höhlenmensch. Und dann ist was unheimlich Schreckliches passiert. Mitten im Zubeißen dachte ich, Mensch, wem gehört denn dieses Brot? Wo kommt das her? Wem gehören denn diese Hände? Was ist denn da überhaupt los? Nicht? Und ich habe dann total gestaunt. Ich hatte überhaupt keinen Bezug mehr. Mir gehörten diese Hände nicht mehr. Und das Brot ist mir richtig im Hals stecken geblieben. Und auf einmal habe ich das runtergelassen und auf einmal gemerkt, Mensch, dieser Körper, was ist denn damit? Wo kommt der denn her? Wo ist der denn angeschlossen? Nicht? Und auf einmal fing es an, diese ganze Sache fiel dann zusammen und ich bin dann irgendwie zurückgeflogen aus meinem Körper. Und dann auf einmal wurde ich von einer unheimlichen Ekstase ergriffen, von einer Seligkeitserfahrung, einer unheimlichen Freude. Aber die kam nicht von mir, sondern die wurde mir zugeleitet. Und die wurde mir zugeleitet von einem unheimlichen Licht. Und was passiert ist, ich bin dann auf einmal in so eine Ekstasenwehung geraten und jedes Mal, wenn so eine Wehung stattfindet, bin ich weiter in dieses Licht hineingeschossen und mit jeder Welle wurde alles immer, immer klarer. Und auf einmal stand ich in einem unheimlich hellen Licht.
Da war nur noch Licht. Und mit diesem Licht kam eine unbeschreibliche Klarheit. Eine Klarheit, die keine Attribute hatte, keine Eigenschaften. Das war nur Klarheit. Da gab es kein Für oder Wider, es gab kein, das gab keine Liebe, keine Nichtliebe, keinen Hass, überhaupt keine Gefühle, gar nichts. Und das Einzige, was auf einmal mir klar wurde, also das Einzige, was ich gehört habe, als ich dahin kam, in dieses Licht, da bist du ja. Das war so, also irgendwie so wortloses Verstehen, da bist du ja, wo warst du denn? Nicht? Jetzt bist du hier. Und dadurch hat sich dann dieses weiße Licht als eine totale Erkenntnis meiner selbst herausgestellt. Und es hatte etwas Absolutes. Das kann ich überhaupt nicht anders beschreiben. Ich habe versucht, später Worte zu finden, aber es gab keine Worte. Es war absolut. Das war eine Einheit, ein Absolutes. Und ich wusste jetzt, hier ist der Kern meines Wesens. Das bin ich jetzt. Das ist der vierjährige Junge, wo der hingehört, nicht? Wo er zu Hause ist. Naja, das Ganze ging dann noch weiter, weil ich total von einer unglaublichen Ekstase erfasst wurde, von der ich überhaupt nie eine Vorstellung gehabt hatte oder nie wusste, dass es überhaupt sowas existieren konnte. Und ich konnte, es gab keine Worte, das zu beschreiben. Und das ging dann, und das ist alles passiert, das war also am helllichten Tag, so um 11 Uhr morgens. Und dann bin ich so langsam in die Dunkelheit des Tages zurückgekehrt. So kann ich das nur beschreiben. Vom Licht in die Nacht des helllichten Tages. So ein Unterschied war das, nicht? Und auf einmal war ich wieder in dieser Realität und dann fing mein Körper an zu revoltieren. Der konnte nicht mitmachen. Ich bin dann zusammengebrochen und mein emotionaler Körper konnte das überhaupt nicht begreifen und fing nur an zu heulen wie ein Schlosshund. Und ich habe runtergeguckt und gesagt, ach Mensch, du armer Junge, Mensch, was ist denn mit dir los, nicht? Kann ich dir irgendwie helfen oder so? Da war diese körperliche und diese emotionale Selbst, das war einfach ein Haufen, der irgendwie zur Erde gehörte und der mir unheimlich leid tat, nicht? Und ich hatte mich dann beruhigt, langsam, das war vielleicht eine halbe Stunde. Und dieses neue Selbst, was ich da, das auf meinen Körper runtergeschaut hat und mich bemitleidet hat, das hat die Führung übernommen. Auf einmal war ich nicht mehr der Jürgen, den ich so gut kannte oder überhaupt nicht kannte, sondern ich war jetzt eine Einheit, ein Einheitsbewusstsein. Zu der Zeit war ich Student, Kunststudent an der HFBK in Hamburg, an der Kunsthochschule. Und ich dachte, ja, wie geht jetzt mein Leben weiter? Was mache ich denn als Einheitsbewusstsein überhaupt hier, nicht? Wie komme ich denn wieder zurück? Und ich habe mir dann einfach ein bisschen freigenommen. Ich habe die Enten gefüttert am Teich. Und ich war die Ente, die ich gefüttert habe. Ich war der Teich, auf den die Enten geschwommen sind. Es gab keine Außenwelt für mich. Es war nur das Sein. Nicht? Nur das Sein. Es gab nichts anderes. So langsam hat sich dann mein Ego wieder etabliert, hat sich wieder nach vorne gedrängt. Und so mehr es sich nach vorne gedrängt hat, desto mehr hat sich mein Einheitsbewusstsein zurückgezogen, bis ich dann wieder der Alte war und nicht wieder zurückkommen konnte.
ich hatte Probleme, meine Rolle zu finden als Student. Irgendwie hat das nicht mehr zusammengepasst und irgendwie war ich ziemlich glücklich, dass ich mein altes Ego wieder hatte. Das ist also, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn das Auto in der Werkstatt ist, man muss zu Fuß gehen. Also das Ego war schon sehr wichtig, um sich überhaupt in dieser Welt irgendwie zurechtzufinden. Ja, und dann ist aber noch was passiert. Nachdem ich in mein Ego wieder zurückgefunden habe, war ich nicht mehr alleine. Und zwar, was passiert war, ich hatte einen Begleiter von dem Moment. Und das fühlte sich so an, als wenn jemand neben mir hergelaufen wäre. Nicht? Da war noch jemand, aber das war ein Aspekt des Bewusstseins, wie sich später herausgestellt hat. Und ich habe diesen Aspekt des Begleiters, meinen stillen Begleiter, genannt. Und dieser stille Begleiter, der wurde dann mein Führer. Ich habe dann nie irgendwie mir Ausschau gehalten nach einem Guru oder nach einer spirituellen Autorität. Das gab es für mich nicht mehr, weil ich meinen stillen Begleiter hatte. Der hat mir immer über die Schulter geschaut. Nicht? Und ich habe sofort gemerkt, dass wenn ich etwas nicht Authentisches gemacht hatte, zum Beispiel mich hochgestapelt hätte oder irgendwas, was viel mit dem Ego zu tun hat oder vielleicht geschwindelt hätte oder so oder gemogelt oder irgendwelche solchen Sachen, die aus dem Ego kamen, dann war der stille Begleiter auf einmal verschwunden. Und ich dachte, jetzt, was ist denn jetzt passiert? Und sobald ich wieder mich auf diese Gegenwart konzentriert habe, dann ist mir sofort aufgefallen, diese Sachen, die in meinem Charakter noch irgendwie ziemlich negativ waren, die sind zum Vorschein gekommen, nicht? Sofort. Und dann, wenn ich dieses Erlebnis bewältigt habe, und wusste, ja, hör mal zu, Jürgen, du bist ja ein großer Spinner, nicht? Ein Hochstapler, wer denkst du denn überhaupt, wer du bist und so weiter. Und das ist ganz peinlich geworden. Und jedes Mal kam das dadurch, dass mein stiller Begleiter mir irgendwie so einen Spiegel in die Hand gegeben hätte, wo ich mich sehen konnte. Nicht? Ja, und dadurch fing das erst an. Wenn ich jetzt geglaubt hätte, jetzt bin ich erleuchtet, nicht? Da war ich noch 50 Jahre von entfernt, überhaupt, wenn überhaupt. Und zwar kommt das, die ganze Sache war nur der Anstoß, um ein Leben der Integration zu finden. Nicht? Und dadurch, ich habe dann natürlich fleißig weiter meditiert und auch experimentiert mit der Meditation, aber durch dieses Erlebnis hat sich meine Meditation auch weitgehend verändert. Kann ich noch mal fragen, meditiert ihr alle? Ja? Okay, dann wisst ihr schon darüber, da brauche ich nicht in die Einzelheiten reingehen. Aber für mich war dann die Meditation, danach war die eine Meditation der Dankbarkeit. Nicht? Und das war wichtig. Dass man nicht meditiert, oder für mich war es wichtig, dass ich nicht so mich hinsetze und all seiner Disziplin auf meine Gedanken loshaue, nicht? Und versuche jetzt mit aller Kraft irgendwie die Gedanken zu kontrollieren oder zu beseitigen, sondern es ging nur dadurch, dass ich von der Dankbarkeit ausging, nicht? Dass ich jeden Morgen, bevor ich überhaupt anfing zu meditieren, erstmal mein Herz gefunden habe und gesagt, Dankeschön für dieses unglaubliche Erkenntnis. Nicht? Naja, und so ging das weiter. Dann nach einigen Wochen war wieder
Unruhe in meinem Leben, dadurch, dass ich diese Stille verloren hatte. Und ich habe mich so langsam damit abgefunden. Dann wollte ich natürlich wieder meditieren und wieder nochmal dieses Erlebnis haben. Und dann habe ich ganz hartnäckig, wie sagt man, until the cows come home, bis die Kühe nach Hause kommen, meditiert. Morgens um 4, 5 Uhr aufgestanden, eisern meditiert, nicht? Total. Sobald ich dann in die Schule ging, als ich wieder zurückkam, wieder unheimlich hartnäckig meditiert. Und ich wollte jetzt einfach nochmal mit Gewalt dieses große Erlebnis haben. Das Einzige, was es hervorgebracht hat, dass es mich in neue Tiefen meines Unterbewusstseins geführt hat. Und das war kein schöner Anblick. Und was passiert ist, ich habe damals bei Professor Rudolf Hausner studiert, ein Wiener Realist, also wie heißen die, Wiener Surrealismus, der neue Surrealismus. Und er hat mir beigebracht, naturgetreu zu malen. Also, und ich konnte dann meine inneren Erlebnisse ausdrücken, nicht? Naturgetreu ausdrücken. Und ich habe dann angefangen, diese hässlichen Dämonen zu malen. Und die kamen ganz aus meinem Unterbewusstsein heraus. Und das Irre war, je mehr ich mich da verfeindet hatte, desto besser fühlte ich mich. Je hässlicher sie waren, desto besser dachte ich, ja, jetzt kommt jetzt hier was zustande. Sehen ja auch gut aus und so weiter, nicht? Bis mir das auf einmal aufgefallen ist, dass ich mich genauso fühlte wie diese Dämonen. Und die waren wirklich, da links auf dem Bild und rechts auf dem Bild waren die Dämonen. Dann dachte ich, ja, jetzt hör damit auf, das ist ja finster, was du hier machst. Und dann habe ich eine Göttin in der Mitte gemalt, eine wunderschöne Göttin wie die Venus, nicht? Und habe mich da total drin verloren. Und die hat ihre ganze Macht ausgestrahlt und diese Dämonen dann besänftigt. Und dann ist was unheimlich Interessantes passiert. Ich hatte... Mein Atelier war ungefähr so breit wie dieses Zimmer. Die Staffelei hatte ich an einem Ende mit diesem Bild, an dem ich wochenlang gemalt hatte. Und mein Schlafzimmer war so wie die Tür hier. Und ich habe mich dann immer zurückgezogen und dann im Schlafzimmer dann meditiert. Und eines Tages hörte ich einen unheimlichen Knall. Und ich habe mich erschrocken, und als ich aufgestanden bin, wurde mir eiskalt. Und als ich in das Atelier ging, war das Bild von der Staffel gefallen und ein Aschenbecher, schwerer Glas-Aschenbecher, hatte damals noch geraucht, wurde von einem Ende des Raums in die andere Ecke geschleudert. Und die ganzen Kippen waren über den ganzen Fußboden verstreut. Und ich, mir war unheimlich kalt. Und ich hatte eine unheimliche Angst. Und ich konnte diese Angst nicht überwinden. Und zwar das Einzige, wo ich mich beruhigen konnte, ich habe ein Buch von Krishnamurti auf meinem Buchregal hatte ich, das habe ich runtergenommen, aufgeschlagen, und das Kapitel hieß Angst. Und dann habe ich das Kapitel durchgelesen, und da wurde Krishnamurti, ja, alles Illusion, was im Mind ist und so weiter. Und da ist wieder Klarheit zugekommen, nicht? Und damit war für mich diese ganze Meditationssache erstmal zu Ende. Und ich habe gesagt, jetzt gehst du da nicht wieder hin, jetzt machst du einfach nur deine Studentensache, gehst in die Kneipe, besäufst dich, feierst in die Disco. Nicht jetzt mit der ganzen Meditationssache habe ich jetzt erstmal nichts wieder zu tun.
Und so ging das weiter, aber dann, jetzt muss ich erst mal überlegen. Ja, dann kam das Erlebnis, mit meiner Mutter. Ich hatte inzwischen geheiratet. Meine Frau und ich wohnten in Bielefeld. Und meine Mutter wohnte ungefähr 120 Kilometer entfernt in einer kleinen Stadt. Und ich bin schlafen gegangen. Eines Morgens wachte ich auf. Da war ich im Garten meiner Mutter. Und ich stand da und ich war hellwach. Nicht? Der erste Gedanke, der mir gekommen ist, wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Was ist denn überhaupt hier los gewesen? Und ich dachte, ja, ich konnte überhaupt nicht vorstellen. Ich wusste ganz genau, dass ich am Schlafen war. Nicht? Auf einmal stand ich hier vor dem Haustier meiner Mutter und war hellwach. Nicht nur hellwach, sondern super wach. Nicht? Und ich habe mich umgeschaut. Das Erste, was ich gemerkt habe, dass ich überhaupt keinen Körper hatte, sondern sobald ich runterschaute, hat sich dieser Körper materialisiert. Und ich bin dann noch ein bisschen im Garten rumgelaufen, mir alles angeguckt und mich gewundert, was überhaupt los war. Wir hatten einen Baum gepflanzt, als wir da eingezogen sind. Ich habe mir den angeschaut, die Barke da angeguckt. Heißt das so, Barke? Die Rinde, ja. Und alles abgetastet und so weiter. Ich dachte, was ist denn überhaupt hier los? Nicht, wieso kann das überhaupt sein, dass ich jetzt hier bin, obwohl ich genau weiß, dass ich schlafe? Und das Erste dachte ich, ja, jetzt muss ich jetzt einen Bus nehmen, um zurückzukommen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was passiert ist. Nicht? Und in dem Moment, als ich mir Gedanken darüber machte, bin ich aufgewacht in meinem Körper und habe meine Frau wach gemacht und sagte, du, ich war gerade in Fürstenau. Ja, sagt sie, geh mal wieder schlafen, du hast geträumt. Nicht? Nee, ich habe nicht geträumt. Und dann fing ich an, von diesem Phänomen hatte ich nie was gehört vorher und ich dachte, irgendwie vielleicht ein Gehirnschlag oder irgendwas Verrücktes passiert. Ich werde wahrscheinlich wahnsinnig oder so. Meine Frau konnte ich nicht davon überzeugen, dass das wirklich war. Und ich bin dann in die Bibliothek gegangen und habe mich rumgeschaut, um irgendwie das Phänomen herauszufinden, ob es das Phänomen überhaupt gibt. Ich fing an der medizinischen Abteilung an, Gehirnsachen, Wahnsinn habe ich mir angeschaut. Alles möglich, wollte wissen, was da passiert ist. Dann in die Psychologie, das war gleich neben der medizinischen Abteilung, auch nichts gefunden. Und neben der Psychologie war die Parapsychologie. Und da ist mir ein Buch in die Hand gekommen, Der Doppelgänger. Und dann dachte ich, ja, da habe ich dann gelesen und so weiter. Und da dachte ich, ja, vielleicht hat das irgendwas mit meiner Meditation zu tun oder so. Und dann habe ich einen Freund von mir gefragt, der mich auf Krishnamurti aufmerksam gemacht hat. Er hat mich gefragt, der war auch sehr belesen. Da sagt er, dann lies dir mal das Buch von Carlos Castaneda durch, eine andere oder eine separate Realität. Übrigens sehr empfehlenswert, Castaneda, falls ihr jemand was Gutes zu lesen haben wollt. Und er hat das genau beschrieben, dieses Phänomen. Und da habe ich mich dann erstmal ein bisschen beruhigt. Und dann wurde für mich die Sache erstmal richtig interessant. Ich habe dann Castaneda gelesen, jedes Buch von ihm. Castaneda hat ja mit Schamanismus viel zu tun gehabt und diese ganzen Sachen da ziemlich gut erklärt. Und
Ich muss mal eben eine ganz kleine Pause machen, weil meine Kehle jetzt ein bisschen trocken ist. Okay. Ja, also das würde ich mal sagen, das ist erstmal der erste Teil. Das geht noch ein bisschen weiter. Das nur mal so zum Anfang. Ja, diese Reise, die ich durchgemacht habe, hat mein ganzes Leben lang angehalten. Und ich habe zwischendurch mehrere solche Einheitserlebnisse erlebt. Die kamen natürlich nicht jeden Tag, sondern die kamen stufenweise. Und zwar habe ich dadurch gemerkt, dass es eine stufenweise Entfaltung, durch Meditation eine stufenweise Entfaltung stattfindet. Nicht? Dass wir innerlich wachsen, spirituell wachsen und dadurch langsam auf Stufenwege zur Einheit führen. Nicht? Das Bewusstsein sich mehr entfaltet und man neue Erkenntnisse sammelt und auf verschiedenen Ebenen neue Erfahrungen macht. Und das habe ich dann auch in meinem ersten Buch beschrieben, wo ich durch diese ganzen inneren Ebenen gegangen bin, wo ich dann durch außerkörperliche Erfahrungen habe ich dann meinen inneren Meister getroffen, einen Chinese. Das wurde im ersten Buch, Multidimensional Man, habe ich das genau beschrieben, wie das passiert ist. Und zwar war ich da schon heftig damit beschäftigt, mit meinen außerkörperlichen Erfahrungen, die sich dann nach diesem ersten Erlebnis dann, die ich dann absichtlich angepeilt hatte und erleben wollte, weil ich dachte, ja Mensch, das ist ja wahnsinnig. Nicht? Das ist so, als wenn man aus der Haustür rausgeht und in eine andere Welt reintritt, ohne irgendwie das Bewusstsein in einen Schlaf, sondern genau das Gegenteil. Das Bewusstsein wird schärfer, man wird klarer. Nicht? Und die Realität, die neue Realität, die man betritt, ist scharf, ist wach. Ja, und auf einmal steht einem da eine neue Welt zur Verfügung, die das Vorzimmer einer riesigen neuen Welt ist. Und dann kann man sich sehr leicht vorstellen, was das für einen Einfluss hat. Nicht, wenn wir zum Beispiel ein Buch lesen, dann sind wir in dieser Welt drin, mit drin, nicht? Und wir hören uns die Geschichten an und wir erleben das, wie der Schriftsteller sich das vorgestellt hat. Aber in dem Falle lesen wir das nicht nur, machen keine Bilder in unserem Kopf, sondern wir sind da, genau wie wir hier sind. Und das ist eine total andere Erfahrung. Und durch diesen Einbruch verändert sich natürlich das Weltbild total. Nicht? Und dann geht es nur darum, herauszufinden, wie weit geht das, was ist denn da überhaupt möglich. Aber das Gute bei meiner Sache war, dass ich nie irgendwie den Bezug zu dem Einheitsbewusstsein irgendwie verloren habe. Es ging nicht darum, dass ich jetzt fliegen konnte oder so, solche Sachen. Es ging nur darum, dass ich weiter herausfinden wollte, was bin ich, wer bin ich. Nicht? Und so hat sich dann diese Erforschung der nicht physischen Realität langsam entfaltet und erweitert. Und dadurch bin ich dann auch auf bestimmte Grenzen gestoßen. Und eine der Grenzen war,
Es gibt also auf den verschiedenen nicht physischen Realitäten genauso Begrenzungen. Und zwar sind die Begrenzungen Energie durch Energiebereiche oder Energievibration determiniert. Und zwar um unsere Erde herum gibt es eine Energiezone, die setzt sich aus Sorgen, Kummer, Angst zusammen. Und ich habe diese Energiezone den Worry Belt genannt, also die Kummerzone, wo die ganzen Sorgen der Menschheit sich zusammenballen und diese niedere Schwingung hervorrufen. Und manchmal, wenn man Astralreisender ist, dann bleibt man in diesem Schwingungsbereich hängen und man kommt dann nicht weiter. Das kann sich in verschiedene Weise ausdrücken. Das kann so sein, dass zum Beispiel, das drückt sich in Metaphoren aus, die wir kennen. Bei mir war das manchmal so, dass da ein Starkstromnetz sich um die Erde gelegt hat und ich musste Lücken finden, um mich nicht elektrisieren zu können. Ich habe dann Lücken gefunden und so weiter. Und das war immer, das hat sich eine ganze Zeit lang so erhalten, bis ich dann auf die nächste Stufe kam. Und auf der nächsten Stufe, da ging es genauso wie auf der Erde zu. Nicht? Das war die untere Astralebene, wo die einfach eine Kopie unserer Erde ist. Wenn man das nicht wüsste, würde man glauben, dass man noch auf der Erde ist. Nicht? Die genauso aussieht, sich genauso verhält. Die Leute, die da wohnen und die, da, wo wir schlafen und träumen, wir schaffen dann uns eine Kopie unserer Wirklichkeit hier. Und das sieht genauso aus. Und auf dieser Kopie, das kann ich vielleicht noch mal darstellen, vielleicht können wir mal 10 Minuten Pause machen. Ja.